Hallo, in diesem Video werde ich zeigen, wie ein bootfähiges USB-Laufwerk mit dem Windows-Betriebssystem auf einem Android-Smartphone erstellt wird. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbindung mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Das Problem beim Laden des Betriebssystems kann plötzlich und im ungünstigen Moment auftreten. Und wie immer gibt es kein bootfähiges USB-Laufwerk oder keine bootfähige Festplatte, um das System wiederherzustellen. Sie haben jedoch vergessen, dass sich in Ihrer Tasche ein fast vollständiger Computer in Form eines Android-Smartphones befindet, mit dessen Hilfe Sie ein bootfähiges USB-Laufwerk erstellen können, mit dem Sie das Betriebssystem auf Ihrem PC wiederherstellen können. Wenn Ihr einziger Computer oder Laptop nicht startet und Sie daher das System wiederherstellen oder neu installieren müssen, ist dieses Video für Sie hilfreich. Weiterhin im Video werde ich im Detail zeigen, wie man ein USB-Laufwerk oder eine Speicherkarte mit Windows auf einem Android-Gerät erstellt. Also fangen wir an. Bevor Sie mit dem Prozess beginnen, schauen wir uns an, was dafür benötigt wird. Sie benötigen ein USB-Laufwerk oder eine Speicherkarte der richtigen Größe. Das Laufwerk wird formatiert. Speichern Sie daher zuerst die Daten. Wenn Sie ein USB-Laufwerk verwenden, benötigen Sie einen OTG-Adapter, um es an Ihr Telefon anzuschließen. Bevor Sie den Vorgang starten, müssen Sie das Telefon aufladen, da der Vorgang sehr lange dauern kann und sehr energieaufwendig ist. Nun, das nächste, was Sie brauchen, ist ein ISO-Image des Betriebssystems. Sie können es von der offiziellen Microsoft-Website herunterladen. Das gewünschte Bild muss sich auf dem Telefon befinden. Öffnen Sie dazu einen beliebigen Browser auf Ihrem Smartphone und suchen Sie nach einer Seite mit dem Ladebild des Betriebssystems. Ich würde empfehlen, dass Sie das Bild nur von der offiziellen Webseite herunterladen. Wir wählen das Problem aus Bestätigen. Geben Sie die Sprache des Produkts an und bestätigen Sie erneut. Als nächstes müssen Sie auswählen, welches Bild das 32 oder 64 Bild heruntergeladen soll. Danach beginnt das Bild sofort mit dem Herunterladen. Wir warten auf den Anschluss des Downloads. Sobald das Image geladen ist, können Sie mit dem Erstellen eines bootfähigen USB-Laufwerks beginnen. Um das ISO-Image des Betriebssystems auszuzeichnen, müssen Sie die ISO 2 USB-Anwendung auf Ihr Telefon herunterladen. Das ist eine einfache, kostenlose, rootfreie App. Die Beschreibung gibt nicht eindeutig an, welche Bilder unterstützt werden. In den Rezensionen geht es jedoch um die erfolgreiche Arbeit mit Windows, Ubuntu und anderen Linux-Distributionen. Also schließen wir das USB-Laufwerk an das Android-Gerät an und starten die Anwendung. Klicken Sie in der Anwendung neben dem Element USB-Stick auswählen auf die Schaltfläche auswählen und wählen Sie Ihr USB-Laufwerk aus. Klicken Sie im Element ISO-Datei auswählen auf die Schaltfläche auswählen und geben Sie den Pfad zum ISO-Image an, das Sie kürzlich heruntergeladen haben. Standardmäßig sollte es sich im Ordner Downloads befinden. Wenn das Laufwerk nicht leer ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen hier, um es zu formatieren. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Start und warten Sie, bis die Erstellung eines bootfähigen USB-Laufwerks abgeschlossen ist. Das Erstellen eines USB-Laufwerks dauert ziemlich lange. Nach Abschluss des Vorgangs sehen Sie die folgende Inschrift: USB Device Remote. Das ist alles, das bootfähige USB-Laufwerk wurde erstellt. Jetzt muss es an den Computer angeschlossen und dort gestartet werden. Weitere Details zur Installation des Systems auf unserem Kanal finden Sie in einem separaten Video. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Wenn Sie das neu aufgezeichnete Laufwerk an ein laufendes Windows-System anschließen,
werden Sie darüber informiert, dass mit dem Laufwerk nicht alles in Ordnung ist und es wird angeboten, das Problem zu beheben, nicht korrigieren. Ein USB-Laufwerk funktioniert und das Herunterladen oder Installieren von ihm ist erfolgreich. Android formatiert das Laufwerk für Windows ungewöhnlich, obwohl es das unterstützte FAT-Dateisystem verwendet. Wie Sie auf dem USB-Laufwerk sehen können, befinden sich alle erforderlichen Komponenten. Und Sie können den Download starten, alles arbeitet. Wenn Sie von einem USB-Laufwerk booten, beginnt die Installation. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellt eure Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.